ein und mache einen Rundgang mit euch durch die Wohnung, wo ich gerade aktuell meine Duftlampen stehen habe. Ich habe immer nur die Duftlampen alle drei, wo es gar nicht mehr gibt, hier im Büro und meine Bürolampen. Also ich zeige euch mal in jedem Raum, wo ich Duftventilatoren, Diffuser, wo mein Luftreiniger steht und so weiter, wo ich alles habe. Hallo Nina. Und ja, nehme euch jetzt einfach mal mit. Meine Bürolampe habe ich jetzt nicht an, weil ich jetzt nicht im Büro arbeiten war, aber ich drehe euch mal um. Da habe ich schon Sachen gekauft für meine Herbst-Winter-Sachen. Und zwar hier, ich kann es euch mal schnell anmachen, habe ich gerade aktuell diese Lampe mit dem Duft drinnen. Lemon Drop It Low, so einen geilen Zitrusduft. Gibt dann immer gute Laune. Und der macht eigentlich so schöne Herzchen. Ah, hier sieht man es. Seht ihr da? Da sind lauter Herzchen, eben ausgestanzt mit dieser süßen Pusteblume. Und die habe ich hier im Büro, also hier oben steht es und mein Regal kracht immer wieder runter, weil ich zu viel da abstürzt schon dreimal ist runter. Und ich habe zu meinem Mann jetzt gesagt, oh nee, ich wollte es ihm nicht schon wieder sagen, dass es schon wieder da drauf war. Ja, genau. Das muss ich mal ein bisschen hier verstecken, mein Herbst-Halloween-Zeug. Als ich mir da rausgesucht habe. Aber das gab es das süße, schöne Sachen. Ach ja. Genau, und da ist immer so mein Aufbewahrungsding, wenn ich was brauche. Meine Sticker, das sind meine Öffnen und Freuen Aufpepper, die gehen jetzt bald aus. Meine Spatel, immer für Neukunden, dass ich die da habe. Ja, immer was ich so vorbereite. Und hier ist dann immer so mein Regal. Also da machen wir den Lichtring. Da stelle ich dann irgendwo hier in dem Kurs meine Sachen an. Und ich habe hier jetzt mal ein bisschen meine Lampen hier aussortiert, dass ich die einfach griffbereit habe, falls jemand eine sehen will oder mitnehmen und austesten will. Weil dann habe ich eine große Lampe, eine schlichte Lampe da zum Austesten, weil ich verschicke das ja auch deutschlandweit hier, dann die ganzen kleinen, dass ich einfach gleich griffbereit was da habe und nicht alles auseinanderbauen muss hier mit dem ganzen Kabelwirtschaft, wo alles angesteckt ist. Genau, also ich kann hier ja mal das Licht anmachen. Dann kann ich euch das hier auch noch schnell zeigen. Hi, hat der Luca das Schäfchen auf die Duftlampe gelegt, weil der holt den gerade immer mal wieder her. Aber voll süß, hat ihn wieder aufgeräumt ins Büro. Der ist ja lieb. Genau, also die habe ich auch eine Weile im Esszimmer auf dem Tisch gehabt. Das war so schön. Die steht bei deiner Mama in der Küche. Oh, die weiße, die da, oder? Die da bei deiner Mama. Genau. Also hier habe ich dann da die Untersetzer da noch. Die wollte ich dann wieder mal irgendwie hernehmen. Die neuen Produkte, wo was kommen sind. Das mit dem richtig geilen Leopardenlicht. Voll schön. Das sind ja die, wo es nochmal gibt. Aber die mag ich auch voll gern. Da habe ich letztens auch zum Austesten, zum Zeigen. Weil er halt weiß und schlicht ist und halt auch die ja, Blumenmuster und ein warmes Licht hat. So aus Milchglas. Da ist die süße Hedwig, die kleine. Genau, und das ist immer diese Box, wo ich mitnehme für Homepartys, weil dann kann man hier Wandstecker anstecken und dann noch eine Mehrfachsteckdose für die Duftlampen und Diffuser. Das sind die kleinen Mini-Wärmer, wo jetzt hast du, passen halt einfach bis zu 4 Würfel rein, hast nur was Kleines, voll günstigen Preis, anstatt die Wandstecker, weil da hast du ja nur 1 bis 2 Würfel, wo Platz haben und hier kannst du halt echt 3 bis 4 oder 1 Würfel, 2, wie viel du halt willst, wie bei einer großen Duftlampe reintun, hast aber kleinen Preis und klein und schlicht. Gibt es ja auch noch in Schwarz, der war ja ausverkauft, weiß aber immer noch ausverkauft ist. Da habe ich noch ein paar Öle, sind 2 neue Öle, wo es jetzt gibt. Genau, die Duftblumen und so. Und hier ist so meine Disney-lizenzierte Sachenecke. Da bin ich so froh, dass ich die auch habe. Und die war ja auch so cool und so beliebt und dann ausverkauft. Ja, da ist noch eine fertige Testtasche, wo eigentlich nur jemand abholen wollte. Eigentlich schon 2 Leute. Und dann habe ich eben eigentlich gar nichts mehr angeboten, dass Testtaschen da habe. Weil ich habe ja 3, 4 Stück und die sind eigentlich immer unterwegs. Aber ja, die wurde jetzt doch noch nicht abgeholt. Kommt vielleicht noch. Genau. Und dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal. Fangen wir mal hinten an im Schlafzimmer. Genau, also ich habe hier einmal, da steht immer mein Luftreiniger. Den mache ich immer jeden Morgen an. Also wenn ich aufstehe, mache ich das Bett, mache das Fenster auf und mache den Luftreiniger an. Und der läuft dann immer durch. Und den habe ich abends vorm Schlafen gehen, ungefähr so 1, 2 Stunden bevor ich schlafen gehe, mache ich den auch immer an. Weil du da einfach so richtig schöne, saubere Luft hast und die stell dann immer auf 2 Stunden. Meistens ist das Licht, wenn es rot ist, also du kannst ja auch mal anschalten, meistens ist es rot, aber mal, ja, jetzt geht's los. Und du kannst dann, wenn der weiß ist, dann schalt ihn oft schon vorher aus. Also es kann sein, dass er oft nur eine halbe Stunde reinigt. Das ist jetzt lauteste. Ich kann aber auch
das leisere laufen lassen. Dann die Spendenlampe, wo es gibt, da hat mein Schatz schon sich Luna rausgesucht und da rein. Die haben wir jetzt aber da hinten immer gar nicht angehabt, weil wir hier hinten meistens einen Luftreiniger anhatten. Und da hinten, da die ganzen Kartons, da ist dann die andere Duftlampe. Seit dem Anschalten habe ich da andere Glühbirne rein. Ich weiß schon gar nicht mehr auswendig. Ah, das hatte jetzt am Schalter das Ding dran, warte. Ah, die lilane habe ich rein. Das ist jetzt gar nicht so geil, wenn es so dunkel ist. Aber da haben wir die lilane Glühbirne eben rein. Die ist ja schon ausverkauft, die wunderschöne Lampe. Aber ich habe dann gedacht, die passt ganz gut zum Luftreiniger da hinten mit dem Weißen. Passen die beiden da rein. Genau, und das war eben dieser Vitamin-Bergduft, wo wir da rein hatten. Genau. Hallo Sarah. Genau, das ist dann der Luftreiniger. Und der ist jetzt rot, der läuft oft immer durch. Also ich stelle meistens hier die 2 Stunden ein. Und wenn ich aber vorbeilaufe oder ins Zimmer gehe und der nach einer halben Stunde schon wieder weiß und gereinigt ist, dann schalte ich ihn oft da aus. Und ich habe da echt ein halbes Jahr oder ein Jahr habe ich jetzt fast den Filter drin gehabt und da erst gewechselt, obwohl ich den jeden Tag anschalte. Also das fand ich voll cool, weil ich dann gedacht habe, hey, da muss ich gar nicht so oft durchwechseln. Genau, und hier ist Bett. Ah, da habe ich noch gar nicht das Ding. Da habe ich dann hier meine Textilerfrischer-Dinger. Also ich nehme gerade oft immer Palm Beach Breeze. Und das tue ich jeden Morgen normal. Das habe ich jetzt heute gar nicht mal gemacht, weil ich dann nur schnell zum Luca reinkuschelt bin und nur schnell das Bett gemacht habe. Oh, und dann riecht es so wie frisch gewaschene Wäsche im Sommer. Und so mit bisschen Pfirsich. Und hier habe ich eben diese schöne Mountain Sky Duftlampe. Ich weiß gar nicht, ob sie noch in der Schatztruhe ist. Die ist ja da jetzt sogar reinkommen mit dieser schönen Berglandschaft. Und die finde ich, die macht halt ein schönes Licht. Ist nichts zu dunkel. Und das Blau glänzt richtig schön. Ich schalte mal aus. Also so richtig schimmerndes, glänzendes Blau, was das ist. Und Weiß und die Berge. Also die finde ich echt voll schön. So, dann gucken wir mal weiter. Ah, ist schon weiß, der Luftreiniger, schau. Ist jetzt schon weiß gewesen. Das war jetzt nur kurz eben was. Genau, und dann mache ich meistens dann eben wieder aus. Dann gucken wir ins Kinderzimmer. Da ist meistens eigentlich nur diese Obenlampe die Disney-Lampe an. Also das Häuschen hat er auch gern, aber zurzeit haben wir meistens gerade immer nur die Lampe an, weil die so ein schönes, warmes, buntes Licht hat. Am Morgen immer, bevor er aufsteht, machen wir ihm nur das Licht an, das ist nicht so hell. Und ich finde die Details auch so schön von dem Häuschen. Schon mal den Hund und den Opa, die ganzen Ziegelsteine, die es nicht wie das rausschaut, also die fand ich auch richtig, richtig schön. Und dann dieser Heißluftballon. Genau, und da oben hat er eben diesen Bergduft drinnen. Hier haben wir dann dieses Häuschenlampe, die hat dann hier an der Seite, wirft die dann auch dieses Licht aus. Können wir mal anstecken. Das wirft dann hier den Schatten eben hin. Und so, er liebt halt voll die Häuser. Wir haben ja auch dieses Lebkuchenhaus. Und das hat er hier aktuell. Aber meistens haben wir halt immer nur eine von den Lampen an und aktuell ist gerade mehr die da, wo wir anhaben. Er schaltet auch eine Hauslampe. Der und seine Häuser hat schon gesehen, Feiertagskollektion, diese Lampen. Genau, oder wie die jetzt hier ausschaut, der ist jetzt eh noch da. So schaut sie aus, aber voll schön, farbenfroh. Fürs Kinderzimmer fand ich es echt süß. Ja. Und dann, das sind meine ganzen Hochzeitsbilder, wo wir hier hängen haben. Gehen wir ins Bad. Oh, mein Kletteis kann ich jetzt eigentlich wieder aufräumen. Das flackt nur draußen. Da habe ich halt immer alles griffbereit. Ich habe dann immer hier zum Abtrocknen mein Ding gleich. Hier kann ich immer gleich einsprühen, mein Badreiniger. Da, das ist der allergeilste Duft, der hätte ich mehr kaufen sollen. Sommerduft Pineapple Dragon Fruit. War so ein geiler Duft. Und hier habe ich gerade diese schöne, süße Sommerlampe. Oh, ich fand die so schön mit diesen Perlen. Diesen Metallic-Effekt. Und dann denke ich, oh, jetzt ist eigentlich dann Herbst. Aber ich dachte, ich muss die jetzt mal nochmal benutzen hier im Raum. Und ich dachte, ich nehme die jetzt einfach nur einen halben Monat oder einen Monat noch her. Ich kann ja immer wechseln. Und ich fand die so schön. Also mit diesem Muster, ich schaue es euch mal an. Ah, die hat so schönes, das ist einfach voll die geile Sommerlampe. Also klar, die nimmt man eigentlich eher für den Sommer hin, wie so ein Sommerregen. Summer Rain heißt die ja auch. Aber ja, echt schön. Vielleicht wird Luca mal Architekt, der Häuser so gut findet. Ja, wer weiß. Oder malt immer gern, zeichnet immer auf. Wer weiß, was der Luca macht. Ja, das ist diese Lampe im Bad. Aber wenn ich jetzt losgehe, habe ich die
Ich finde es ja auch sogar fast noch schöner, weil die so metallic leuchtet und sonst ist sie eher so heller und farbenfroh, aber ja. Ach ja, also und Duftventilator habe ich hier auch noch. Den mache ich dann immer schnell am Morgen an. Genau, da habe ich gerade. Ah ja, genau, den Coastal Sunset habe ich da wieder rein. Boah, ja, ihr seht ja, ich mag halt einfach so diese Sommerdüfte. Ich habe da einfach diesen Sommerduft wieder raus. Das schalte ich immer als erstes an. Genau, ja, der Luca, der will ja, er wird mal Chef von seiner Allesfirma. Alles aus einer Hand, Luca Fischer. Hat er gesagt, da gibt's, und da können sie alle arbeiten, die sind dann alle glücklich, weil die müssen nur bis mittags arbeiten und können dann nach Hause zu ihrer Familie und bekommen gleiches Geld, wie wenn sie ganzen Tag arbeiten müssen. Und er ist da fest, also ich werde mal Chef von meiner Allesfirma. Und dann war eine da, sie möchte gern Tierärztin werden. Ja, dann mach mal eine Tierarztpraxis nebendran auch. Und wenn ich mal in Urlaub bin, dann bist du die Chefin von der Allesfirma und musst dann dich um alles kümmern. Voll süß. Und der andere Nachbar, der ich will einen Bauernhof, dann mach mir einen Bauernhof noch mit dazu. Da gibt es einfach alles und ein Haus kann man bauen und Zimmerer und alles aus einer Hand. Man muss gar nicht mehr woanders hingehen, sagt der immer. Und ich sage, ja, mach das, mein Schatz. Glaub einfach da dran und wer weiß das. Ich glaube, wenn man ganz fest an sich glaubt und das auch mitgibt, kann man wahrscheinlich viel mehr erreichen, als wenn man sich immer wieder zu kurz, ja. Man denkt immer, ah, nee, das geht nicht einfach und das geht nicht, aber ja, wenn man immer sagt, das geht nicht, dann hat man im Leben, dass viele Sachen einfach nicht gehen. Und ich glaube, wenn man da mehr so immer positiv ist, dass man vielleicht doch viel mehr Sachen machen würde oder sich zutrauen würde, wo man sich vielleicht nicht traut und mal, klar macht man dann Fehler, aber aus Fehlern kann man lernen und ich glaube, dass man dann mehr erreichen kann. Und das will ich ihm schon unbedingt mitgeben. Da ist meine andere Lampe, die Herbstlampe, da habe ich mir eine rausgesucht. Und zwar die hier. Die hat dann so diese schönen Blätter. Und ich fand die halt, die ist so grau, die hat so dunkelgraues Milchglas. Und dann siehst du halt hier diese warmen Blätter hier so durch. Da oben ist Schälchen, das ist aus Milchglas. Also das ist nicht durchsichtig, das ist so Milchglas. Innen drin seht ihr auch, wie das so ausschaut. So ganz glänzend. Innen ist so glänzend und außen ist so das Matte. Genau, das schaut so 3D-mäßig so ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann. Aber ihr seht, die Blätter, die stechen dann so mit dem Hellen raus. Aber wenn du sie ausschaltest, siehst du das gar nicht so. Das schaut dich so aus. So ganz grau. Und so verschwommen. Also das ist in diesem Milchglas so verschwommen. Und wenn man die dann anschaltet, dann siehst du diese Blätter hier raus. Alex fängt dann an. Ja, auf alle Fälle kann Alex dann anfangen. Da freut sich der Luca. So. Dann, achso, und das Bild für Weihnachten hängt übrigens immer noch da, wo der Alex gemacht hat, gell? Das hängt immer noch in seinem Kinderzimmer. Mann, warte, ich zeig's dir. Aber warte, ich dreh's gar nicht um. So. Genau. Hängt immer noch da. Ah, da steht sogar noch dran, wie alt er war. 4,5. Von Alex, passt ja jetzt, jetzt ist schon bald wieder Weihnachten. Ja, das hat er gar nicht abgehangen, also, ja. Hängt immer noch dran. Genau, also sonst tue ich immer wieder weg, aber irgendwie fanden mir das beides so schön und so süß und drum haben wir das einfach hängen lassen. War ja auch der Platz da. Weil sonst haben wir oft viele Sachen immer hier irgendwo was hängen und da haben wir aber jetzt halt auch mal wieder aussortiert, dass nicht immer alles so voll ist. Und mein Ziel habe ich ja hier, das hat mein Schatz mit dem Hort-Ding überklebt, Terminübersicht für ein Hort, toll. Da war meine Hawaii-Incentive. Wo ich das Hawaii-Bild reingemacht habe, dass ich es immer sehe, die nächste Incentive, wo ich hinarbeiten will. Nach Hawaii, wahrscheinlich nehme ich aber Orlando und Florida, nur Florida. Ich bin noch nie außerhalb Europa gewesen oder so lang geflogen, also ich bin ja auch gespannt. Aber Hawaii wäre nur 6 Tage und dann mit Hin- und Rückflug, ich glaube, da hast du ja dann nur 3, 4 Tage, ist schon ein bisschen stressig für Hawaii und so langen Flug. Und vielleicht nehme ich dann echt das Orlando, Florida, falls ich das schaffe, falls ich es schaffe. Genau, hier ist ja die andere Duftlampe, wo ich gerade habe. Die gefällt mir gerade nach wie vor immer noch so gut. Hier habe ich nur den Diffuser. Da kann ich mal das Licht anschalten, was da ist gerade keins drin. Den habe ich dann oft immer, ja, im Sommer habe ich viel Duftventilatoren und Diffuser an, weil du einfach sofort halt gleich Duft hast und da muss ich immer warten, bis es geschmolzen ist, eine halbe Stunde. Wenn ich nur kurz da bin, habe ich dann immer die und die hat ja einen Farbwechsel, kannst überall durchschauen, kannst andere Schirme drauf tun. Also zu Weihnachten wird der Weihnachtsschirm hier wieder reinkommen.
Wenn dann das Wassernebel da so rausläuft, ist voll schön. Und auch abends ist absolutes Highlight, das schaut richtig geil aus. Aber da habe ich jetzt eben gerade kein Wasser drin, aber das sind meine Öle. Und genau, aber da habe ich noch viele, viele mehr. Ich habe mir hier jetzt meine Lieblingsöle mal rausgesucht. Dann kann man noch ins Wohnzimmer gehen. Dann habe ich hier meine zwei Bali-Köpfe. Die habe ich aktuell gerade meistens nicht an. Ja, aber ich habe schon so viele Duftlampen. Das ist halt jetzt gerade eher die Idee. Also die ist angesteckt, die mache ich ab und zu mal an. Der steht einfach nur schön daneben. Passt auch gerade gut zu der Uhr, finde ich. Und auf dem Schrank so. Passt eigentlich ganz gut. Hier ist meine Herbstdeckecke. Da haben sie jetzt das Ding dann hoppala, zwischen rein wieder raus. Kommt diesen komischen Ständer da. Ah, und der ist heute Nacht immer wieder angegangen. Ganz komisch war das. Ja, hier haben wir so die Herbstecke. Die habe ich gar nicht immer an. Ich habe sie mal nur mit dazu gestellt. Also ich benutze fast nur die großen Duftlampen. Obwohl ich die wunderschön finde. Auch mit diesen Blättern. Das sind verschiedene helle, dunkle Blätter. Und dann auch so dunkelbraun als Lampe. Also auch ausschaut die ganz cool aus. Mal was ganz anderes. Und auch hell. Also für Herbstlampe finde ich die halt mega, mega schön. Genau, und dann hier den, den musste ich mir gönnen, weil ich dachte, das schaut fröhlich aus. Ich brauche immer was Fröhliches. Ich mag nicht zu gruselig. Und hier die Hexe, also das ist halt Deko. Also die wärmer da, die habe ich meistens immer nur als Deko, gar keinen Duft dran. Also ich mag die mit den Glühbirnen lieber. Ich bilde mir ein, dass den Duft besser verteilt als wie bei diesen Warmer, dass die mehr Power haben. Aber vielleicht ist das auch nur mein Empfinden. Und da ist dieser schöne Kürbis, der gibt es ja gerade nur diesen Monat mit 10% Rabatt und nur solange der Vorrat reicht, gell? Also wenn der weg ist, ist der weg. Das war ja die Duftlampe des Monats davor. Genau. Und das ist meine schöne Herbstecke, wo ich hier unten habe. So, habe ich da noch? Ah, da ist die große Weltkugel auch noch. Muss ich mal rüberräumen. Haben sie wieder vollgestellt. Hier, da ist noch der andere Diffuser. Was brauche ich? Zwei Diffuser, gell? Aber der ist auch schön und da passt das mit dem Glas gerade so schön zusammen. Und da, der hat auch so ein schönes Licht. Ich habe halt immer einen zum Ausleihen oder für Homepartys gehabt und dann war immer mein privater eigener weg und darum habe ich mir mal irgendwann noch einen zweiten geholt. Genau. Aber das schaut halt immer so schön aus. Und da hast du halt viele verschiedene Lichtfarbwechsel. Also das ist echt voll cool. Voll, voll schön. Ja, der steht hier in meiner Ecke. Und die mache ich meistens abends immer an, so das Gemütliche. Und je nachdem halt immer den oder die Duftlampe. Also ich habe nicht beides gleichzeitig an. Worauf ich gerade Lust habe, ob ich jetzt nur kurz nur da bin, nur eine Stunde oder so. Ich glaube, da mache ich meistens Diffuser lieber an. Aber wenn ich länger bin, dann die. Also untertags habe ich immer hier im Wohnzimmer an. Einen oder beide. Also die großen. Wenn ich einen anderen Duft will, tue ich den meistens hier rein. Dann kann ich immer sagen, okay, heute will ich einen anderen Duft. Und dann muss ich nicht wechseln. Dann mache ich die Lampe an. Und wenn ich Bock auf den anderen Duft habe, dann mache ich die da unten an. Okay, weil das da ein anderer Duft ist. Ja, hier und dann den. Und im Eingangsbereich habe ich an. Also wenn ich den nicht immer an habe im Wohnzimmer oder hier den in der Küche, habe ich den im Esszimmer. Der ist eigentlich immer an. Also wenn ich morgens aufstehe, mache ich immer im Eingangsbereich Bad und den hier an. Genau, und ab und zu, wenn ich Bock habe, mache ich im Wohnzimmer und so auch, aber und in der Küche. Aber je nachdem, wo ich gerade selber rumwurschtle. Und da steht ein Polizeiauto vom Luca noch. Da habe ich gerade auch eine andere Duftlampe. So eine lila, ne? Die bubbelt. Das ist ja die Eerie Descent Pearl oder so. Bubble Eerie Descent oder so. Und die ist ja eigentlich so. Warte ich. Mach mal, oder warte, ich mach mal aus. Weil jetzt hat es so lila, ich habe lila eine Glühbirne rein, die hat eher ein dunkleres Licht. Aber für mich passt es so, weil ich dachte, hier ist so ein bisschen rosa, pink und so. Na, hat passt hier auch mal so ein bisschen lila. Und die eine Lieblingslampe, die allerbeste lila, ne? Die kann ich später nochmal zeigen, das ist gerade eigentlich meine Lieblingslampe. Ja, ich glaube, das ist die schönste Lampe, wo es mir gerade am meisten gefällt. Die ist, warte, ich gehe mit euch schnell durch. Das ist die, wo Duftlampe des Monats war, wo dann aus war. Ah, hier kann ich das Licht ausmachen. Die ständen drinnen versteckt. Die da. Das ist die allergeilste Lieblingslampe gerade von mir. Die ist so wunderschön und die macht so ein schönes Diamantlicht außenrum und
Ach, das mit den Regenbogen, lila Farben, die ist perfekt einfach für den Eingangsbereich. Aber die kommt danach wahrscheinlich. Ich glaube gleich wieder drauf. Ich kann, also das ist meine Lieblingslampe. Und ich bin so froh, dass ich die habe. Aber ich habe mal gedacht, komm, hier mal nur was anderes, das nicht immer das gleiche ist. Aber da finde ich die andere viel schöner. Aber die habe ich gekauft. Das ist wie so eine Lampe, wo ich gekauft habe, weil ich dachte, die geht aus dem Sortiment. Und ja, weil ich habe keinen Platz zum Hinstellen. Wenn ihr das Licht anmacht, das seht ihr mal, wie hell das ist. Und wenn ich es ausschalte, ist so weiß, schimmernd, silbrig. Seht ihr das? Und die hat solche Bubble-Dinger, also solche Einkerbungen. Die Form fand ich ganz cool. Und weil die so schimmernd war, dachte man, die jetzt ganz draußen ist. Ich glaube, ich bereue es, wenn die dann weg ist. Und dann gefällt es mir so. Und da dachte ich, muss sie jetzt nur bestellen, bevor sie weg ist. Genau. Und da habe ich jetzt die Lilane an. Und da habe ich jetzt halt mein Annual Sales Award. Rein der Sabine Fischer von 2022 und der 23 ist eben auch schon kommen, der ist im Büro. Voll krass, dass ich mir das so erarbeitet habe. Weil da gab es sogar die Prämie, eine Geldauszahlungsprämie. Und nicht gerade wenig. Also war richtig krass hier. Aber ich freue mich schon, wenn die andere Lampe wieder da ist. Das ist eigentlich nur, ich habe die jetzt nur hängen gemacht, weil ich die gekauft habe, das nicht umsonst gekauft habe. Dass ich sie aufstelle für mein schlechtes Gewissen. Ich kann Ihnen das ja verraten, oder? Weil ich mich so schlecht gefühlt habe und dann dachte, ja, die habe ich jetzt geholt, weil klar, man wechselt ja eh immer mal durch, aber ich habe gedacht, das nervt mich, wenn es die dann nochmal gibt und dann hat es mir doch gefallen und überall sehe ich die Lampe dann. Und er dachte, wenn es mir doch irgendwann nochmal taugt, dann kann ich sie ja immer nur verkaufen. Das geht dann weg oder als Testlampe hernehmen oder irgendwas geht ja immer. Aber noch ist sie mal hier. Dann habe ich im Eingangsbereich hier einen Duftventilator, den ich immer dann anmache. Der ist ohne Licht, ja genau, weiß es immer nie. Das war so der erste, der in Weiß mir am besten so gefallen hat. Und da habe ich auch Kukui in Coconut Seeds. Also ich bin noch voll im Sommer. Kukui in Coconut. Der ist dann hier. Den mache ich auf, dann, wenn ich aufstehe, dass ich das zuerst anmache und die Lampe anmache. Und wenn ich von der Lampe den Duft rieche, mache ich hier wieder aus. Oder kurz bevor Besuch kommt. 10 Minuten anschalten oder 5 Minuten, dann hast du gleich Duft im Eingangsbereich, sofortigen Duft. Das wird nichts warm, es kann nichts auslaufen. Also das finde ich schon mega. Diese kleinen Pots, die kleinen Körbchen. Und oh, das riecht so geil. Kukui Coconut ist einfach ein geiler Duft. Sommer, ich bin einfach Sommertyp. Also ja, ein paar Herbststifte oder Winterberry Apple Tea und so mag ich auch, aber ich bin einfach da. Ja, anderer Duft. Und hier kommen wir zum Bad. Da ich dann immer, boah, geil. Wenn die Türe zu ist, ihr müsst es mal austesten. Duftblume. Ich habe jetzt hier die Duftblume. Und wenn ich die Duftblume nur so aufhab, rieche ich das nie, die Duftblume, so wie wenn die Türe ganz zu ist. Ihr müsst es, macht's mal den Test. Ihr habt, seitdem gewöhne ich es mir an, das immer zuzumachen. Das Blöde ist, im Winter wird es hier immer so kalt und so kommt die Wärme hier nur rein, weil ich meistens hier den Heizkörper nicht anhab. Aber boah, du riechst das richtig geil gerade raus. Da ist ja die von Angel, die Duftblume drin mit dieser schönen Hibiskusblüte, voll schön. Und da Make a Splash Handcreme ist schon mal da, meine Seife. Da auch sommerlich. Sommerlich frisch, melonig. Melonige Hände gibt es da bei mir. Also das ist mein kleines Bad, das ist schon nicht groß. Also das ist echt mini. Aber da habe ich die Duftblume und die habe ich sonst entweder im Eingangsbereich stehen gehabt, aber da ich ja jetzt halt hier am Eingang Duftlampe habe und Duftventilator, ja, brauche ich nicht so viel. Im Treppenhaus habe ich hier oben einmal so Deko. Ich habe hier ja keine Steckdose, aber ich finde die Sukkulenten so schön und die Steine und das sind Dekorieren, das sind so mediterranes Feeling, vor allem auch die hier. Schaut, da habe ich Duftblume hier reingestellt. Wenn nicht wusste, wohin mit der Duftlampe, mit der Duftblume. Aber da, also ich finde die so schön, diese ganzen Sukkulenten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Oh, ich zitter gleich. Und da sind auch diese Zierkies innen drin. Das kannst du immer umdekorieren. Kannst du auch weihnachtlich, herbstlich extra anders dekorieren, wenn du jetzt nicht das haben willst. Und da ist so ganz flauschig dieser Flaum. Richtig, richtig schön. Das habe ich hier im Eingang stehen. Und es war so ein wunderschöner Urlaub. Da waren wir Venedig nur besucht. Wir waren eine Woche am Meer. Dann sind wir am Tagesausflug nach Venedig auf halbe Strecke und dann eine halbe Strecke zum Gardasee. Und dann hast du vom Gardasee nur noch 4, 4,5 Stunden nach Hause und sonst haben wir halt 6, 7 Stunden bis ans Meer. Und dann sind wir schon also ein Stück rüber und dann haben wir mehr eine Woche gesehen, einen Tag Venedigs erste Mal anguckt und dann nur eine Woche im Gardasee gehabt. Das war
so, so schön. Ah, da guckt man glücklich aus. Es war echt voll schön, der Urlaub. Darum habe ich das Buch da so raus, dass ich es immer angucken kann, wenn ich heimkomme. Schön. Und hier mache ich immer morgens und abends immer den Duft an. Also das schaue ich so auf, das sind Draufclips. Hat die liebe Katharina mir mal geplottet für mich. Kann ich gleich mal einen Duft anmachen, dass hier mal gut riecht. Und da habe ich drinnen, warte, ich mache hier irgendwie. Das ist halt der Duft für unterwegs, den kannst du aufladen, hast 18 Stunden Akkulaufzeit, kannst ein bis zwei Pots machen, den habe ich auch, ich habe das nochmal, oh Gott. Müsst ihr mal im Winter machen, müsst ihr aber sagen, wenn man noch unten machen, habe ich wahrscheinlich immer noch Sommerdüfte drinnen. Also da habe ich Peachy and Pine Trees. Oh, der ist so frisch, mit Melone. Oh, der ist richtig geil, sommerlich. Ich bin voll Sommertyp, gell? Also die kriegen hier alle eine Sommerbrise rein, die wo zu mir kommen. Hallo Julia. Also richtig toll. Und hier natürlich guten Vibes only. Nur gute Laune hier. Genau, und dann mache ich das so. Und du kannst halt überall mitnehmen. Viele haben im Auto, im LKW. Man hat immer im LKW gehabt. Im Auto man gehabt. Aber wir haben jetzt gerade hier im Treppenhaus, weil ich hier keine Steckdose habe. Oder wenn ihr Räume habt, wo ihr keine Steckdose habt, da passt das mit dem Ventilator mega. Wir haben ja jetzt auch diesen anderen Duftventilator für den Tisch aus Keramik, wo auch schön zum Hinstellen ist. Und den könnt ihr mit einer Powerbank benutzen. Da könnt ihr ja ewig nur die Powerbank aufladen. Und dann könnt ihr das auch mal auf dem Couch. Das finde ich ja so cool. Es fehlt einfach was mitten auf dem Esstisch oder Couchtisch. Da wäre es ja voll schön. Und bei anderen brauchst du überall Steckdose, da kann ich dann auch mit einer Powerbank das einfach dann länger benutzen. Und der ist ja mit Akku, den kannst du ja immer wieder aufladen. Hast 18 Stunden Akkulaufzeit. Nach 3 Stunden schaltet der sich automatisch ab. Das passt dann immer optimal. Abends 3 Stunden lasse ich laufen, dann geht er automatisch aus. Und dann habe ich ein paar Tage, wo ich den laufen lassen kann. Also voll schön. Und der hat so einen Farbwechselverlauf. Wir haben meistens rosa oder blau drin oder den Farbwechselverlauf, wo es einfach durchmischt. Ja, habe ich sonst noch was? Der Ventilator habe ich hier gezeigt. Ja, mehrere Ventilator, aber ich habe eine Weile auch hier einen Ventilator gehabt, also hier eine Steckdose und da auch. Aber manchmal, wenn ich das Rührgerät brauche oder so, habe ich es wieder raus. Und eigentlich habe ich meine Lampen, aber manchmal, wenn ich halt sofort Duft will, aber das reicht hier eigentlich, weil wenn ich denke, hier, also hier ist der Ventilator und dann ist ja nicht weit für hier rein. Also der Duft reicht ja für hier rein. Hier so Küche, Esszimmerbereich auch noch, also es geht eigentlich immer ganz gut. Habe ich jetzt alles, oder? Habe ich was vergessen? Hier habe ich dann auch immer noch meine Reinigungsmitteldinger hier. Counterclean und Badreiniger, da sprühe ich dann immer das ein. Seife, das halt nur vom letzten Jahr im Herbst, Appleberry. Das hält so lang, oder ich tue meistens im Bad Hände waschen, also in Küche dann auch, wenn ich mal koche. Aber das hält ewig lang irgendwie. Das ist so hoch konzentriert. Du brauchst nur so einen kleinen Mini-Pumpstoß. Das sind ja nur die alten. Die anderen, die haben ja jetzt so einen höheren Ding. Genau. Die sind schneller leer. Da schon. Nur mal so viel drinnen. Aber da habe ich auch noch den Scarlet Sunflower, den neuen Duft, wo es jetzt gibt. Der ist mega. Und was ich auch richtig gut fand, dieser Pineapple Dragon wie im Bad. Da habe ich die geholt. Also der ist richtig geil, weil ich ja voll der Sommertyp bin. Echt mega, mega toll. Ja, und dann habe ich halt überall meine Textilerfrischer rumstehen. Also ich habe hier auch einen, hier habe ich Magnolia-Leinen. Da mache ich dann oft entweder in Schuhe, sprühe die Jacken mal ein, gucke seine Ding, tue so Polster mal einsprühen. Genau, also den habe ich immer hier griffbereit. Dann habe ich einen im Wohnzimmer, ich bin echt verrückt, glaube ich. Oh, der im Wohnzimmer ist weg. Ja, normal habe ich immer hier, der Luca hat hier irgendwas wieder hingestellt. Normal habe ich hier meinen Badreiniger, meinen Textilerfrischer, weil ich da immer die Couch einsprühe. Aber vielleicht ist das der, ich habe letztens was abgefüllt und dann war der leer. Da habe ich noch keinen neuen hingestellt. Aber ich habe hier zwei im Schlafzimmer, also theoretisch könnte ich da einen hinstellen. Dann hat der Luca einen im Schlafzimmer und jeder hat sich so seinen eigenen rausgesucht. Genau, Luca hat seinen. Der steht dann immer hier am Bett dran. Der hat gerade Aloe Water und Kurkumba und dann sprühe ich das einfach hier einmal so ein und dann hat er das. Hier sind seine ganzen Kuscheltiere. Baymax, den Stitch, Pua, das ist mein Liebling. Dann Koala, weil er Koalas. Koala, Faultiere, Katzenhunde. Ja, Koala und Faultiere sind seine Lieblingstiere. Dann auch von der Jana, die flutschen immer weiter runter, gell. Aber der zieht die immer wieder raus, der spielt auch mit denen. Das ist echt krass, da ist Faultier, dieser Panda.
Also, was es nicht gebraucht hätte, wäre der Panda und der Koala. Ich weiß auch nicht. Koala hat es auch nicht so oft genommen. Mein Mann hat Bugs Bunny und Daffy Duck. Oh, für mich war dann auch noch die Grinsekatze und das allererste, was wir hatten, war Lenny das Lamm, die süße Weiße. Dann den Star Wars, ja, den hätte es eigentlich auch nicht gebraucht, der war im Angebot für 10 Euro. Ja, mit Duftsäckchen. Wir sind eigentlich absolut gar keiner von uns irgendwie Star Wars Fans. Ja, der flackt halt jetzt hier, vielleicht tun wir den auch irgendwann mal weg. Falls niemand will, kann er sich gern melden, falls Interesse besteht. Also der hat nicht viel kostet. Und hier ist natürlich noch Angel, die passend zu Stitch da hinten. Dann haben wir hier nochmal ein Faultier. Also wir haben einmal den glamourösen Faultier und einmal der Kleine war im Starterkit. Da müssen wir mal gucken, wo der Clip ist. Oh Gott, haben wir viel. Hier war mal das Sommer, ein Tukan. Hast du alles schön dekoriert? Echt? Aber schön dekoriert, ich weiß nicht. Okay, danke. Dann, oh, dieses Reh, das war Weihnachten. Das war so süß. Das fand der Luca auch so süß, obwohl es ja Mädchen und so ist. Aber der hat es geliebt. Das süße Reh wollte unbedingt haben letztes Jahr. Und dann natürlich den Sven. Der ist so cool. Verrückt mit so Kuscheltieren und so, gell? Und da kann man Nase bohren bei dem Sven. Schau mal. Das war jetzt niemand, schaut mal, der Kamera Nase bohren. Cool, oder? Oh, aber der ist auch süß. Ja, so viele haben wir hier Kuscheltiere ohne Ende. Und die anderen nimmt ihr ja oft mit. Also im Urlaub geht ihr ja immer unsere Pua mit. Die darf immer mit rein. Dann haben wir hier noch ein Mini-Buddy-Clip. Das war mal so Valentins-Kollektion Best Friends. Da hat der Luca einen Koala und ich habe einen an meiner Tasche. Und dann hat er die Twiggy-Schildkröte, dann haben wir nochmal eine andere Schildkröte gehabt, also keine Ahnung, so viel. Und er hat jetzt Stitch als kleinen Buddy an seinem Schulranzen. Den Bruni, den hat er im Rucksack gehabt und ich habe Angel an meiner Tasche. Also ein Kaba-Clip, auch wieder Coastal Sunset und meinen Angel hängt da immer an meiner Tasche mit dran. Habe ich jetzt alles gezeigt, oder? Ich glaube, das ist alles, was hier so rumschwirrt, glaube ich. Ja, und dann habe ich halt nur einen Haufen Wäscheprodukte. Kann ich mir immer nicht entscheiden. Ah, da habe ich auch mal so viel. Da oben, ja, alles vollgestellt. Das sind meine Söckchen. Oh, damit ist es. Schaut mal, also Fiji Flower, White Amantique, Fluffy Fleece, Fiji Flower, Clothesline. Der Clothesline ist der, den wo ich immer für alles hernehme und Wäscheduft immer überlege, welchen ich gerade nehme. Weil ich finde, es ist ein reiner, frischer Wäscheduft. Und dann kannst du ihn kombinieren mit irgendeinem anderen Duft noch. White Amantique, nochmal Clothesline, Windowsill Breeze, Fluffy Fleece, Jammy Time. Und ganz oben, wo ich den noch gekriegt habe, meinen mega tollen Sensi Clean, der allerbeste Duft, ja. Also ihr seht, eine Menge. Kleine anstrengend. Da flackt nur Badesalz rum und ja. Also, mein Haus ist voll mit Sensi. Wir benutzen das auch alles wirklich. Also mein Schatz hat hier auch noch so Rasierscheife. Seife war das, glaube ich, oder? Rasier. Wo steht es denn dran? Steht nur eine Duftbeschreibung? Ah, da Rasiercreme, ja, zum Rasieren. Da gab es ja auch mal schon geiler Duft, dieser Sandalwood Tangerine. Genau. Also, das hat auch Duschgel. Also, Duschgel haben wir auch noch. Da habe ich gerade drinnen Make a Splash. Make a Splash habe ich drinnen. Genau, der hält ewig lang. Also ich liebe die Produkte. Zuckerpeeling habe ich auch. Luna und, wie heißt der? Coconut. Rosa Lila. Fällt mir jetzt nicht ein, ja, aber habe ich auch nochmal einen. Die sind ja in der Schatztruhe auch voll günstig. Ja, hier habe ich dann auch noch Duftblume immer da. Ja, und hier oben habe ich meine Ersatzreiniger. Also ich liebe Textilerfrischer. Und Counter Clean. Also das brauche ich immer. Aber klar, wenn ich Textilerfrischer 4, 5, 6 Stück in der Wohnung verteilt habe, dann brauche ich immer mal wieder das zum Auffüllen. Genau. Und mein Wäscheduft habe ich hier auch noch Vorrat. Weiß nicht, was brauche. Vor allem habe ich mit Clothesline eindeckt. Ganz viel Clothesline, weil das der tollste Duft für mich war. Und im Sensi Club kriege ich da einen Wäscheduft. Jetzt habe ich so viel Wäscheduft, dass ich muss mir mal was anderes aussuchen. Ich glaube, ein Textilerfrischer oder Duftblume mal. Clothesline, Clothesline, Clothesline. Und auch nochmal Waschmittel Clothesline, weil das war mein Lieblingsduft. Der ist ja leider rausgegangen.
Und da siehst du die Clothesline, neue Verpackung war das, und da so ein alter, ich hoffe, der kommt dann wieder, weil den fand ich echt super, weil er intensiv genug war und einfach frische Wäsche duftet. Schon ansonsten liebe ich gerade den Fiji Flower voll. White Amber Antique habe ich ja geholt für euch zum Bestellen. Aber da meine Waschmaschine so komisch riecht gerade, kann ich irgendwie nicht so richtig sagen. Der hat mich jetzt nicht so überzeugt, also ja, aber vielleicht, weil es bei uns gerade so komisch riecht. Keine Ahnung. Ja, und Magnolia-Leinen. Den fand ich auch mal mega. Genau. Das sind so, wo ich immer da haben will. Also das ist mein eigener Vorrat, wo ich immer wiederhole, wenn was aus ist. Oder mein Vorrat, wo ich Proben machen kann. Genau. Also, dass ich immer was Aktuelles da habe. Oder wenn ich mal was schnell zusammen verschenken will, dann habe ich einfach eine Duftblume da. Also ich habe immer nur zwei Duftblumen oder so da. Also ich habe da gar nichts mehr. Früher habe ich immer gemeint, Wunder was. Oder Mini-Duftlampe, wenn jemand Geburtstag hat, dass ich was zu mitbringen habe. Aber mittlerweile habe ich da nichts mehr. Also wenn dann eine Duftblume und Düfte oder Wäscheduft, wo ich Proben machen kann, das habe ich dann immer so da, dass ich einfach was für Proben habe. Oder wenn die Homeparty ist, dass ich einfach was da habe, wo ich was abfüllen kann. Genau. Und das ist so mein Zuhause, aktueller Stand, wo ich meine Lampen und so alles habe. Und ja, jetzt halt werde ich dann mal noch losfahren in die Stadt, dass ich noch loskomme, bevor der Kinderarzt zumacht. Genau. Aber richtig schön, dass ihr mit dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr öfter mal so neuen up-to-date sein wollt, was, wie es bei mir so ausschaut, wenn ich dann vielleicht, ja, herbstlich habe ich bloß Wohnzimmer das dekoriert oder wenn Weihnachten so kommt, da kommen meine Tannenbäume, das Lebkuchenhaus und so alles wieder runter. Genau, und dann gibt es ja Bescheid, dann machen wir halt wieder Rundgang, könnte man euch auch mal machen. Ja, sehr gerne, liebe Nina. Alle kennen mein ganzes Zuhause, langsam Gott und alles. Ja, nee, sehr gerne. Oh, schön. Also es freut mich immer, wenn ich mal so Anregungen kriege, was ihr euch Schönes Neues zeigen kann. Also falls ihr Ideen habt, gibt es ja sehr gerne Bescheid. Na gut, dann macht's es gut. Viel Spaß beim Arbeiten. Stressfrei, ruhig, ganz liebe Menschen. Ja, dass die Zeit schnell vergeht und ihr schnell zu Hause seid und zu Hause auch die Zeit mal schön nutzt. Nicht nur am Handy und Fernseher, sondern als Familie. Vielleicht so richtig schön einen Abendspaziergang zum Beispiel machen. Einfach einen Abendspaziergang und erzählen, wie der Tag so war für jeden. Ist auch mal ganz schön. Genau. Also dann fühlt euch ganz fest gedrückt. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ihr Süßen. Tschüss. Achso, jetzt rück ich falsch. Geil. Oh Mann, tschüssi.